irgendwo in dem Bereich einen Fehler gemacht, Frau R. Wir müssen das jetzt so drehen, dass wir das wirklich finden, dass wir das gleiche Symbol meinen. Wirklich drehend, was auch immer. Gut, ja, im Prinzip ist es jetzt erstmal auf deiner Seite, dann probieren wir jetzt erstmal das Viereck mit den zwei Strichen, weil daraus könntest du das Symbol zusammensetzen. Weil das wäre im Prinzip die einzige Möglichkeit, die jetzt noch übrig bleibt. Ich wüsste bloß nicht, wie ich... Ich hab... Ja, die Viereck mit den zwei Strichen wäre eine Option. Mal gucken, was daraus kommt. So. Und dann probieren wir halt die nächste Runde durch. Weil die ersten bleiben. Dann gehen wir wieder zurück an den Punkt, wo wir eben schon, was wir schon haben. Und dann gehen wir einen weiter. So, nächsten testen wir nächstes durch. Weil, kein Scherz, ich komme sonst auf keine andere Lösung. Ohne Flachs. Ich weiß nicht, wie man es lösen soll. Keine Ahnung. So, probieren wir es aus. Ja. Dann gucken wir, was da an übrig bleibt. Ja, hilft ja nichts anderes. Du musst noch ready machen. Was mach ich da? Ich hab die Choice vom Checkpoint. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Alter. Mobbing-Spiel. Krieg ich als Tipp gerade, weiß nicht, was du machen sollst? Such den Raum ab. Fick dich. Das ist ein toller Tipp, dankeschön. Ja. Okay, ich habe jetzt ein Trapez, was mit einem X durchgestrichen ist und auch deutlich über der größer als das Trapez. Habe ich, weiter. Okay, jetzt habe ich das berühmte. Es sind zwei Vierecke. Eins deutlich kleiner als das andere, sieht aus wie ein Fußball. Boah, so. Okay, jetzt habe ich in der Mitte das Symbol ein Kreis mit einem Viereck, was da drinnen liegt. Habe ich, aber ist nicht die richtige Lösung anscheinend. Okay. Hast du irgendwo noch einen Schalter, was du vielleicht noch betätigen musst oder was? Nein, ich habe hier gar nichts im Raum. Ich hab das Symbol gewechselt rechts. Guck mal nach. Ah ne, meins rechts, deins links. So, jetzt habe ich ein Trapez mit einem Strich unten drunter außerhalb des Trapez, was von links nach rechts geht. Neues Symbol, bitte. Das Ding habe ich nicht. Jetzt habe ich ein Trapez, ein Strich geht von oben nach unten, was im Trapez direkt auf der Linie anfängt, aber nach unten über das Trapez hinausgeht. Von oben nach unten. Jawohl, von oben nach unten, genau in der Mitte. Nächstes Symbol, bitte. Okay, jetzt habe ich ein Viereck, was diagonal von links unten nach rechts oben durchgestrichen ist. Die Linie bleibt aber im Viereck. Nächstes Symbol, bitte. Okay, jetzt habe ich ein L von oben nach unten, dann von links nach rechts, mit zwei Kreisen, die nicht direkt übereinander oder nebeneinander sind, sondern diagonal. Okay, das habe ich nicht. Ich habe nur alles mit einem Kreis. Nächstes Symbol. Okay, ich habe jetzt zwei Trapeze. Das eine ist vollständig in dem anderen. Nächstes Symbol. Ich habe jetzt zwei Vierecke, die ebenfalls das eine ist in dem anderen und es geht ein Strich von. Nächstes Symbol. Jetzt habe ich einen Kreis mit drei Strichen, die ja im Prinzip wie Fußballtor aussehen, von vorne. Also sprich, Viereck, nur die untere Linie fehlt. Ich hab's. Das ist es. Ich hab genau das Ding, aber es ist nicht.
Warte mal ganz kurz. Also alles und ohne passen aufeinander. Außer das hier rechts. Wenn das nächste Symbol ist, das sind zwei Trapeze, die nebeneinander sind. Keine überlappenden Linien. Ist es? Ist ein drei Striche, die zusammen wie ein U aussehen. Nicht mehr dazu? Nein, nur Strich von oben nach unten, dann von links nach rechts und dann von unten nach oben. Ist klar, das ist ein Misserfolg. Sag bitte nochmal. Misserfolg, nächstes neues Symbol. Neu machen. Okay, jetzt habe ich hier wieder das Trapez, was in der Mitte durchgestrichen ist, wobei der Strich von nach oben an der Linie endet, nach unten über die Linie hinauskommt. Von oben nach unten. Ja, von oben nach unten. Warte mal ganz kurz. Verdammt, warte. Dreh mal hier auf deiner linken Seite oben die Symbole durch. Stopp. Verfluchter Mist, okay. Wir waren doch auf der richtigen Spur. Diese zwei Vierecke, bei denen das aussieht wie ein Fußballtor von oben, also sprich, ne, das eine liegt auf der Linie des anderen, habe ich hier zweimal. Einmal, dass es auf der unteren Linie liegt und einmal auf der rechten. Es wäre das auf der rechten Linie gewesen. Hast du das genommen? Ja, weil ich habe nur dieses eine. Okay, dann ist das auch nicht. Mensch, ich komme nicht weiter, keine Ahnung. Was für ein Trapez habe ich jetzt? Du hast hier unten zwei Trapeze, das eine ist vollständig in dem zweiten. Die Kombination hatten wir schon. Okay, wenn du dann unten weiter drehst, das nächste, was ich schon sehe, ist ja, das Trapez, ein einzelnes Trapez, sonst keine anderen Linien, was halt eben einfach nur gedreht. Und ich habe kein Trapez, was komplett alleine steht. Also das jetzt wieder die beiden Trapeze, die nebeneinander stehen, keine überlappenden Linien. Sag mal, ganz kurz, der Kreis, ist der Kreis, ist das komplett durchgestrichen oder ist das eher so ein Stoppding? Also schließen sie mit der Linie ab oder gehen sie drüber? Drei der Striche schließen mit dem Kreis ab und eine geht vielleicht so, ja, so ein ganz kleines Stückchen drüber. War es beim Kreis? Beim zweiten? Ja, du hast den Pfeil oben, dann sehe ich hier den Kreis, ein X drinne, sieht aus wie auf dem Wahlzettel. Ja, das X ist drinne, aber überschreitet die Linien dreimal nicht und einmal nur so ein ganz, ganz kleines Stückchen. Aber auch mal dreimal? Ich habe hier aber nur einen mit zwei. Okay, dann mal andersrum beschrieben. Dieser Kreis sieht aus, als ob du mit Pinsel das Ganze machst. Wenn du, sag ich jetzt mal, rechts oben anfängst, den Kreis gegen den Uhrzeigersinn zu malen, dann wird der Strich von ganz schmal und wird immer dicker und dicker und dicker. Ja. Okay, und da, wo er am dünnsten ist und auf der anderen Seite am dicksten ist, da ist die kleine Überlappung. Ich male das jetzt auf. Meine. Ja, warte. Alles gut. Wir haben es gleich. Weil wir sind auf der richtigen Spur. Ich muss nur mal eben. Kurz dir mein Symbol zeigen, was ich gerade angewählt habe. Und dann sagst du mir gerade: Ja, es ist cool, dass du mir das so zeigst, aber das ist falsch. Was ich noch habe, ist das hier.
Ja, ich muss es erst mal zeichnen. Ach Mann. Oder was ich noch habe, ist ich kriege, wenn ich es aus Erinnerung rauskriege. Es ist das. Machen wir es einfach. Das habe ich nicht. Das habe ich nicht. Hat sich dein Symbol oben geändert? Nee. Oder? Scheiße. Mhm. Pfeil nach unten war und das Teich hier. War dein Pfeil nach unten oder war der jetzt anders? Okay, wir müssen. Weil wir haben, wissen es ja, dass es einen random Faktor immer gibt und so auch ab und an Sachen gerollt werden. Ja, es hilft nichts. Wir können auch nochmal rein und es nochmal versuchen, weil ich wüsste nicht, wie wir das jetzt lösen. Anders. Das Problem an der Stelle ist, also ich. Ich weiß. Problem ist halt einfach, mittlerweile, wir können uns mittlerweile, verstehe ich genau, okay, das so, dann, ne, aber, es ist halt, Alter. Ja. Ja, ich weiß nicht, so ganz so, also, Das ist da eins, das Rätsel hat, macht keinen Spaß, die anderen Rätsel waren alle geile, aber das ist halt einfach nur noch Fuck, Mann. Ich habe in den ganzen Raum habe ich keine Symbole. Null. Außer diese gottlosen Rädchen. Ich habe nicht mal mehr Schalter. Ich habe nichts. Ich muss nur das Tor öffnen, dass wir da rauskommen. Weil bei dir stößt irgendwann nur Feuer hoch. Das heißt, keine Lava, ist am Ende Feuer nur hoch. Das heißt, wenn du da raus bist, haben wir beides. So. Und es fühlt sich an wie das Ende. So gut wie. Weil ich erinnere dich an den ersten Teil, da war das Gleiche. Ja, da am Ende. Ja. Es ist wahrscheinlich das und jetzt kommt gleich noch, danach kommt noch ein Rätsel. So, Frage ist: Wir haben mehrere Möglichkeiten. Entweder ist dein Pfeil gerade anders gewesen und es ist uns nicht aufgefallen. Zweite Option ist, wir müssen es spiegelverkehrt machen bei dem, beim ersten, was aber keinen Sinn macht. Eigentlich. Hast du eigentlich ein Dreieck mit einem Kreis drin? Ein Dreieck mit einem Kreis drin. Die ganze Zeit so blöd und halten uns an dem Pfeil auf? Oh, okay. Ja, Kärchen. Okay, ich habe das als Pfeil betitelt. Ich habe ein Dreieck mit einem Kreis, ja. Die ganze Zeit, das ist meine erste Runde. Probier was mal damit. Weil ich sag die ganze Zeit, ja, alles klar, okay. Du sagst, Pfeil nach unten, alles klar, kein Problem, Pfeil nach unten. Lol, das wird ja wieder peinlich. Okay, let's go. Scusi! Kommunikationsfehler fest. Also gut. Vollkommen stupid. Also, ich habe diesen Pfeil nach unten und er zeigt auf ein Symbol, was nicht verändert werden kann und was auch auf keinem Rädchen ist. Ein Dreieck mit einem Kreis, mit der Spitze nach unten und einem Kreis innerhalb des Dreiecks. Ja. Scheiße. Jetzt geht's wieder los. Ich habe wieder den Kreis mit dem X durch, was aber die Linie nicht überschreitet. Ja. Okay,
Ich habe jetzt ein Viereck und zusätzlich ist links und rechts ein Strich von oben nach unten. Ja. Jetzt habe ich ein Trapez, was mit einem X durchgestrichen ist. Das X ist größer als das Trapez. Ja. So, jetzt habe ich wieder das berühmte Fußballtor. Also ich habe ein Viereck und ich habe ein anderes Viereck, was kleiner ist und auf der rechten Linie das Viereck von... Ja. Jetzt habe ich ein... Weißt du, woran das lag? Jetzt hau raus. Das. Nein. Kommst du? Ja. Von der anderen Seite aus kam ich außerdem. Da geht's doch nicht rein. Hier geht's doch nicht rein und von der Seite gar nicht. Du kannst aber mit der Tür interagieren, ne? Die Tür ist verschlossen, sagte er mir 7-mal. Okay. Wir haben Zeitmangel. In der Lava unter uns. Das wäre das dritte Rätsel in Folge mit einer Zeit. Aufsätze. Also. Ich sehe Schalter. Der Aufzug macht mir mehr Sorgen. Hier ist ein Steuerrad. Dann lass mich raten. Einer zieht den anderen nach oben, wa? Damit wir uns wieder trennen müssen. Nicht auf den Aufzug, oder? Nicht machen! Dann geht hier direkt die Lava hoch. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wenn du ein gewissen, wenn das der Aufzug einen gewissen Punkt erreicht hat, denkt das Spiel, yo, der ist auf dem Dings. Auf dem Fahrzeug-Dings. Und dann beginnt das, ich muss pumpen und dich so schnell wie möglich hochbringen und du musst da oben irgendwas finden oder einer muss das finden, wo der Fahrstuhl wieder runter geht. Ich muss den Hebel hier drücken. Ich würde an der Stelle vorschlagen, lass uns mal beide gleichzeitig auf den Fahrstuhl gehen und mal schauen, ob wir damit nach oben gucken. Du hast uns gerade beide getötet. Wir haben ja gar kein Gegengewicht, Mann. Lol. Ich muss pumpen. Geilster Tod EOWS. Lass mal beide raufgehen. Ja, okay, klar, bam. Gut, also, wir haben eine kurze Pause gemacht. Es ist nichts passiert. Nein, aber nicht. An dem Schalter hier drüben kann man auch noch interagieren, ne? Genau, das geht nur runter. Hier hast du zwei Schalter, ein hoch, ein runter. Das heißt, einer muss jetzt sich hochfahren lassen. Ich bin gerade im Überlegen, ob das halt eben wieder wie so beim letzten Mal ist, wo wir einfach sagen, okay, machen wir zu schnell und dann ist das Spiel vorbei. Und dann hat es einer von uns geschafft oder ob wir dann hier noch irgendwas anderes machen können. Frage ist, was passiert, wenn einer von uns auf dem Aufzug ist?
Drunter, Ding runter, drunter, Ding runter! Also, hier ist der Ausgang, mein Sohn. Jawohl, ich schau mal, ob der Aufzug wieder runterkommt. Ja. Ja, tut er. Also rein auf den Schalter drücken. Okay, pass auf. Ja, rein theoretisch. Aber was macht dieses Steuerrad? Oben ist das Tor zu. Das Abschlusstor ist zu. Ich habe eine Konsole gesehen. Ich war, stand ja nur noch im Fahrstuhl. Ich habe mich ja nicht mehr bewegt dann. Oben ist irgendeine Konsole. Ich weiß nicht, was sie macht. Frage ist, was macht dieses Drecks-Steuerrad hier? Ich würde jetzt noch mal hochfahren. Wenn ich oben angekommen bin, sage ich dir Bescheid. Du drückst, betätigst einmal das Steuerrad. Ich will wissen, was es macht. Wenn das Tor aufgeht, brichst du sofort ab. Ich funk dich sofort an und drück den Schalter, lass dich wieder runter und dann überlegen wir. Okay, machen wir so. Fahre jetzt hoch. Bin oben angekommen. Das Tor hat sich geöffnet. Das Tor hat sich geschlossen. Okay, also wie gedacht, das Steuerrad macht das Tor auf und zu. Finger weg vom Steuerrad. Ich werde jetzt zu der Konsole gehen, die da ist. Weil da ist, blinkt irgendwas. Spiel will mich verarschen. Schreibt ihr mal Zettel und Stift. Hier. Jo, hab ich. Hier ist ein Code auf der Konsole. Ein Dreieck nach links mit Kreis in der Mitte. Dann ein Wahlzettel, ein Kreis mit drei Strichen durch. Rechts, von rechts nach links, von links nach rechts, von oben nach unten. Wie in Discord. Moment, von links nach rechts und von rechts nach links, also zwei parallele Striche durch. Nein. Das Bild, was ich dir geschickt hatte, als letztes. Von dem Symbol, von dem Kreis. Also das X plus dann einmal von links nach rechts. Nein, das Kreis mit dem X, was überlappt und von oben nach unten noch einmal. Alles klar, gut, weiter. Ein Karo mit einem Strich von durch die Mitte durch, von links nach rechts. Ein Trapez von das mit einem Strich in der Mitte, von oben nach unten. Jawohl, habe ich auch. Dann ein Viereck mit einem Strich von links unten.